ein bisschen noch in die Mitte. So, jetzt ist es 0 und jetzt sind wir online. Hallo. Hallo. Hallo allerseits da draußen. Wir machen heute ein spontanes Unboxing. Wir, das sind Timo und Kurt. Mama. Und die Kirsten, ganz Mama. Genau. Die Mama. Und wir haben hier im Hintergrund ein neues Tarot. Das kann man jetzt gar nicht so gut erkennen. Vielleicht schiebt es mal ein bisschen rüber. Nämlich das Slumber Tarot. Wisst ihr, was Slumber heißt? Nein. Schlummern. Was heißt es dann übersetzt? Das kosmische Schlummertarot. Genau, es heißt das kosmische Schlummertarot von der Künstlerin. Wie heißt die Künstlerin, Timur? Tilly Walden. Tilly Walden, genau. Ich habe dieses Deck, das es noch nicht in Deutschland gibt, weil ich das Begleitheft dazu übersetzt habe für den Königsfurt Urania Verlag. Das Deck erscheint dort im Herbst. Und ich bin ganz gespannt, wie es aussieht. Es wurde von der Tilly Walden gemacht im Auftrag von dem Verlag, den ihr hier auch auf der Seite seht. Das ist der Liminal Verlag. Liminal 11. Liminal 11 Verlag von Darren Schill, der auch schon das tolle Modern Witch Tarot rausgebracht hat, das ihr ja auch schon kennt, ne? Über das haben wir schon gesprochen. Und ja, es ist eine Auftragsarbeit. Tilly hat selbst noch nicht so viel Ahnung vom Tarot, hat es aber dann trotzdem gesagt, okay, ich mal das. Sie ist eigentlich eine Comiczeichnerin. Sie malt viele Comics. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie ihr die Bilder finden werdet. Packt doch mal einfach aus. Das Deck passt sicher in das Verlagsschema von Liminal und es wird sicher auch eine Bereicherung für den Königsfurt Urania Verlag sein. Und es ist jetzt halt auf Englisch, nicht auf Deutsch zu betrachten. Ich selbst habe es auch noch nicht gesehen. Ich habe bisher nur PDFs der Bilder gesehen. Und wie ihr seht, ist es schon mal anstrengend, das Ganze auszupacken. Und ich rede aber inzwischen weiter, während die Jungs hier die Arbeit machen und freue mich, wenn ihr uns dann vielleicht auch sagt, wie ihr dieses Deck findet. Und ich freue mich übrigens auch, dass einige von euch live dabei sind. Wir sind ja wirklich sehr spontan jetzt live gegangen. Wahrscheinlich der Christopher. Vielleicht der Christopher, genau. Dann, wie findet ihr denn jetzt erstmal die Verpackung? Ich finde sie angenehm. Ich finde es cool, dass hier unten die Öffnung ist. Mhm. Also hier. Aber genau, also es ist wie beim Modern Witch Tarot, ne? Da muss man auseinanderschieben. Und hier hat man aber so den magnetischen Verschluss, den jetzt schon ganz viele Decks inzwischen haben. Der fühlt sich aber auch ganz gut an. Ja? Ja, fällt sich sehr schön sanft an, finde ich. Ne? Mhm. Timo, wie findest du es? Ja, sanft. Und es ist so richtig glatt. Ja, es ist richtig schön glatt. Und wie findet ihr denn die Zeichnungen, die drauf sind? Halt es doch mal so, dass die anderen auch mitgucken können. Sehr bunt. Sehr bunt, ne? Das und hier zum Beispiel. Ja, das sieht so ein bisschen nach oder der das. Sonne aus. Man fragt sich, was ein Cosmic Slumber ist, ne? Im Marvel-Universum, wer würde denn da kosmisch slumbern? Captain Marvel. Captain Marvel, stimmt, der ist eine Zeit lang im Schlummer, ne? Und auch ein paar andere sind ja nicht immer aktiv, ne? Also ich glaube, es heißt Cosmic Slumber, weil es davon ausgeht, dass wir alle was mit dem Universum zu tun haben. Und schlummern. Und schlummern und erst wachgeweckt werden, vielleicht durch Tarotkarten. Dann pack doch mal die Karten aus, ich bin ganz neugierig. Da ist noch eine Verpackung in der Verpackung. Ja, und die ist ziemlich lila. Und das finde ich nicht so schön, weil lila ist keine Farbe, die man für das gut nehmen kann. Hier haben wir einmal die Rückseite der Karten. Aber was ich cool finde, ist hier in der Verpackung drin sind die Symbole, ne, von den vier Elementen. Timur, weißt du noch, wie die Symbole der vier Elemente sind? Nein. Nein? Kurt, kannst du dich noch erinnern? Kelche, Schwerter, Stöcke und Münzen. Ganz genau. Schwerter stehen für? Luft. Und die Kelche stehen für? Wasser. Ja. Und dann haben wir noch die Stöcker, die stehen für? Ich glaube, das war eher
Feuer. Richtig. Und die Münzen stehen für Feuer, Wasser, Luft und Erde. Erde, ganz genau. So, bevor wir uns die Karten angucken, was sagt ihr denn zu dem Buch? Und macht es bitte so, dass alle sehen können. Sehr klein. Mhm. Und es lässt sich nicht so gut lesen. Oh, das ist klein geschrieben. Ja, da brauche ich wirklich meine Lesenbrille. Death comes with... Also... Das ist so schon schwer zu lesen. Ja, es ist wirklich recht schwer zu lesen. Mach das so. Also das Buch ist aber so ganz handlich, ne? Es passt gut in diese Verpackung rein. Aber es ist sehr, auch sehr harteneckig, weil wenn man es öffnet, dann... Du musst es bitte mal schauen, dass... Wenn man das öffnet, dann geht es so auf wie so ein 3D-Buch. Ja. Das hier. Stimmt, ja. Also es ist schwer zu lesen und wie gesagt, ich habe das ja übersetzt ins Deutsche. Vielleicht machen wir es im Deutschen dann ein bisschen großzügiger, weil es ist schon sehr, sehr anstrengend. Ich habe das, wie gesagt, bisher nur als PDF gesehen. In dem Buch enthalten, das weiß ich jetzt, sind Beschreibungen für jede einzelne Karte. Die Telly erzählt auch noch so ein bisschen, wie sie dazu gekommen ist, das Deck zu malen. Und ganz am Ende haben wir 4, 5 Legungen, 2 davon speziell für das Cosmic Slumber Tarot entworfen. Ja, und wie sieht denn die Rückseite aus, Timur? Was sagst du? Orange und eigentlich mit vielen Farben. Mhm. Also vielen Rot und Gelb und Farben. Also es ist ein sehr farbenfrohes, eine sehr farbenfrohe Rückseite, ne? Ist die gut geeignet, wenn man mit Kartenumdrehungen arbeiten möchte? Ja. Warum? Naja, die ist gleich auf beiden Seiten. Ganz die genau. Die ist sogar quer gleich. Stimmt, sogar quer. Man könnte sie in allen Richtungen auslegen und würde immer nicht wissen, wie die Richtung ist. Und dann sollten wir uns jetzt mal die Vorderseite ansehen. Dafür müsst ihr mal das öffnen nochmal, ne? Sehr gut. Danke. Karten, jeder kriegt mal eine Karte in die Hand. Ja. Die Karten fühlen sich sehr gut an, finde ich. Ja, sie sind sehr... Korrupt. Korrupt? Nein, ich weiß nicht, wie das ist. Sie sind pappig. Sie sind, sie sind glatt, ne? Sie sind recht biegsam. Das ist mal so eine Karte. Genau. Und ich habe hier auch eine Karte, The Morning heißt sie. The Night. The Night. Es gibt hier also Zusatzkarten in dem Deck. Und ich bin durchsichtig. Von denen ich allerdings sagen muss, dass die gar nicht im Buch erwähnt wurden, die Zusatzkarten. Das verwundert mich jetzt gerade. King of Pentacles. 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 Pentacles, das sind die Münzen, ganz genau. Und ein Deck, ein Tarotdeck hat am Ende immer die Münzen liegen. Und vorne, drehen wir mal um, die Trümpfe. Heißt ja. Erstens der Narr. Der Narr, damit fängt ein Tarotdeck immer an. Dann kommt der Magier. Genau. Dann kommt die Priesterin. Die hohe Priesterin, richtig. Danach die Gerechtigkeit. Nee, dann kommt erst noch die Herrscherin. Wie findet ihr denn die Bilder? Also ihr könnt da draußen auch mal euch einen Eindruck machen von den Bildern. Kann ja auch einen Kommentar schreiben. Ja. Ich finde, die Bilder sind ganz schick. Also man erkennt, dass sie eine Comiczeichnerin ist, ne? Mhm. Ich muss auch sagen, also als ich die als PDF gesehen habe, haben mir die Bilder nicht so gut gefallen. Aber jetzt als Karte finde ich schon sehr schöne Motive. Hier gerade die Herrscherin gefällt mir sehr gut, ne? Wollt ihr noch ein paar mehr zeigen? Mhm. Der Herrscher. Der Herrscher sieht ein bisschen seltsam aus, ne? Die Hohepriesterin. Das ist der Hohepriester. Jetzt kommt die Priesterin. Ja, die war schon. Jetzt kommt der... Die Liebenden. Die Liebenden, genau. Eure Lieblingskarte nehme ich an. Nein, die Gerechtigkeit. Das ist der Wagen. Der Wagen. Das ist meine Karte. Weil der Löwe. Mhm. Stärke heißt die Karte. Und das ist der Mond. Nee, das ist der Eremit. Eremit. Aber der ist auch sehr gut gezeichnet, finde ich. Das erinnert mich so ein bisschen, ich habe gestern Muppets im All geguckt, da sah das so ein bisschen so aus.
Ich finde, die Karte gefällt mir sehr gut, weil man sieht, welchen Planeten da im Hintergrund? Saturn. Genau. Aber es kann auch in einer Paralleldimension sein. Auf jeden Fall. Oder ein ganz anderes Sonnensystem oder Galaxie. Genau, und da sieht dann der Planet ähnlich aus. Das ist durchaus möglich. Und hier ist ein roter Mond. Der Saturn ist jetzt, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht, dass der so rot rosa ist. Ich glaube auch, dass der nicht ganz so rot ist. Ich glaube, der Mond ist nicht so rot. Ja, und der Mond wäre auch nicht so nah beim Saturn, weil das, was da um den Saturn rumfliegt, das sind ja auch mit teilweise Monde, ne? Ja, ich glaube, man kann sich einen ganz guten Eindruck verschaffen. Das sieht auch sehr cool aus hier. Rat des Schicksals ist das. Das gefällt mir auch sehr gut. Dieses Ägyptische. Ne? Also ich finde, die Karten sind ganz gut gelungen. Ja, mir gefallen sie auch gut. Ich bin wirklich, nach dem, was ich bei der, wie gesagt, bei der Übersetzung gesehen habe, dachte ich, aber ich finde die Bilder von den Farben her auch sehr schön. Ja? Auch der Tod sieht ja sehr fetzig aus, ne? Boah. Ein sehr starker Tod. Das Blut im Wasser. Das Blut im Wasser, genau. Ja, und lass uns mal neben den Trümpfen, hier haben wir noch den Stern, mal ein bisschen weitergehen. Die vier der Stäbe. Genau, hier haben wir zum Beispiel mal eine kleine Karte, wie sie heißen, die vier der Stäbe. Ten of Cups. Die Kelche-Karte, sehr romantisch mit diesen Wolken und da geht dann die Sonne im Hintergrund auf. Princess of Schwert. Also die Prinzessin der Schwerter. Die sieht ja cool aus, ne? Wie so ein rächender Engel. Prinz der Schwerter. Ja, schön. Und cool. Und im Hintergrund sieht man noch das Feurige. Genau, also diese Schwerter haben viel mit Feuer zu tun und gar nicht so sehr mit Luft, hat man das Gefühl. Hier, ne? Hier sieht man auch bei Queen of Cups Wasser. Ja. Und... Also Wasser zu... Man sieht immer das Element im Hintergrund, ne? Luft. Ah, guck mal, und wir sehen auch, das sind hier ja gar nicht Schwerter. Sondern Stöcke. Das sind Torches, ne? Ach so, Fackeln. Fackeln, genau. Also die Luft, die Erde, das Feuer wird mit Torches gleichgesetzt, mit Fackeln, und die Schwerter heißen aber weiter so. Okay. Ja, die gefallen mir gut. Und dann haben wir noch die Münzen. Und da sehen wir auch... Viele interessante Karten. Da sieht man hier die Erde. Ja, ganz genau. Nein, also mir gefällt das Deck sehr gut. Ich glaube, ich werde es beim nächsten Wochentaroskop nehmen und mal schauen, was wir da für Informationen bekommen über diese Karten. Ich denke, das war's fürs heute. Es war jetzt wirklich ein spontanes Video. Ein paar Leute haben zugeguckt. Alle, die ihr das euch später anguckt, ne? Wir freuen uns darüber, wenn ihr uns noch weitere Kommentare dalasst. Und gibt es noch was Wichtiges zu sagen? Ja. Ihr müsst abonnieren, die Glocke aktivieren, da unten, da ungefähr oder da. Oder da. Ja. Und ihr müsst auch den Like-Button sehr oft drücken. Dieses Video bitte teilen. Ja. Und wenn euch etwas nicht so gut gefallen hat, lasst es uns in den Kommentaren wissen, ganz damit genau. Wir es beim nächsten Mal verbessern können. Ganz genau. Das finde ich ein sehr gutes Schlusswort. Vielen Dank, dass ihr mir wieder geholfen habt beim Auspacken. Es macht mir immer großen Spaß, mit euch beiden unterwegs zu sein. Und wir sehen uns demnächst wieder auf diesem Kanal. Tschüss. Macht's gut da draußen. Tschüss.